Das waren unsere Kabinen. Hier habe ich gesessen. Hier sind die Duschen, die gab es früher auch. Und dahinter war ein Entmündungsbecken und dahinter war der Masseur. Und da ging es runter zum Spiel. Hier war ich im Tunnel, im wahrsten Sinne des Wortes. Er war für mich, ja, wie soll ich sagen, das war ein Traum. Der erste Traum ging in Erfüllung. Ich hatte geschafft, das, was ich mir vorgenommen habe, Bundesligaspieler zu sein. Haben wir noch Zeit, ne? Ja. Da haben wir noch Zeit, als wir gespielt haben. Zweite Liga kannten wir nicht, ne? So, da ist Atta, 518 Spiele, VfL Bochum, der Superstar der 70er, 80er Jahre. Der hat mit 38 aufgehört und hat nicht mehr gearbeitet. Ich bin 67 und ich bin immer noch eine Schippe. Irgendwann hat er besser gemacht als ich. Mein Name ist Hermann Gerland, ich komme aus Bochum, bin gelernter Bankkaufmann und Fußballlehrer. Was haben wir denn da? Der Hermann, Junge, lange nicht gesehen. Ne? Alles gut? Ja klar, weißt du. Wenn ich in Bochum bin, immer. Ja. Ja. Ruhrgebiets, Junge. Ja. Ja. Persönlich kennengelernt habe ich Hermann vor 35, 40 Jahren. Einmaliger Typ. Und vor allem auch die Kundschaft. Ne? Jeder sagt, ach guck mal, der Herr Gerland. Der ist ja bekannt wie ein bunter Hund hier in Bochum. Ich bin in Bochum-Weimar aufgewachsen, auf der Prinzregentstraße. Mein Vater arbeitete dort auf der Zeche, Prinzregent. Mein Vater verstarb, als ich 9 Jahre alt war. Ich war das älteste von 4 Kindern. Für meine Mutter eine sehr harte Zeit. Wir waren sehr arm. Sehr arm bedeutet, dass ich meine Mama gefragt habe, ob ich auch mal einen Groschen für ein Eis bekommen könnte. Dann hat sie mir geantwortet, Hermann, wenn ich dir jetzt einen Groschen fürs Eis gebe, hast du am 27. keine Wurst auf dem Brot. Und dann habe ich nie mehr gefragt. Mein Kumpel Martin war mein großes Vorbild, war in allen Bereichen besser. Also der konnte besser Fußball spielen als ich, der konnte besser schwimmen als ich. Also er war viel älter, war schlauer und der hat mir seine Fußballschuhe geschenkt. Ja, also ganz klar. Ich habe schon gesagt, ich kriege jetzt bald neue Fußball, kriegst du meine Alten. Ja, ja, schon anprobiert, ja klasse, hat er damit gespielt. Er hat immerhin auch im Boden getreten, da war die nach einem Jahr auch wieder kaputt. Und dann hat er die nächsten paar gekriegt. Da war ich 10 Jahre alt, ne? Da bin ich hier nach Weimar gegangen, habe in Weimar Fußball gespielt. Und ich spielte hier schon als 14-Jähriger in der A-Jugend und Gegner war der VfL Bochum. Das heißt, ich habe hier mit 14 Jahren gegen 18-Jährige mithalten können. Ja, und dann bin ich nach Bochum gegangen, ich war ja noch B-Jugend. Und, ich wollte gewinnen und ich habe immer alles gegeben, um zu gewinnen. Ich habe doch als aktiver Spieler ausschließlich von meiner Mentalität gelebt. Ich war doch ein Junge, der gesagt hat, hey, komm hier. Und wenn ich dann aufgelaufen bin, war mal nicht durch. Gleich schnapp ich dich. Ne? So. Und dann habe ich Fußballlehrer gemacht und habe als Co-Trainer weitergearbeitet, habe mit der Jugend weitergearbeitet, auch als Trainer eher hart als weich. Und ich verlange auch, dass man hart ist. Aber ich will nicht, dass einer nachtritt, ich will nicht, dass einer spuckt, ich will nicht, dass einer schlägt. Wenn ich das sehe, wechsle ich aus. Ich wechsle sofort aus, egal welcher Spieler. Ich will sauber gewinnen. Meistens habe ich mehr verlangt von den Jungs, als sie bereit waren zu geben. Und dann kommen die Reibereien. Ne? Und ich sage, Junge, entweder du machst das oder du machst das nicht. Wenn du das nicht machst, dann kannst du wieder arbeiten gehen, kriegst du 2500 brutto. Wenn du das machst, dann kriegst du das am Tag. Ich habe angeschoben, ich war laut, ich war aggressiv. Ne? Wenn die schon morgens reingekommen sind in die Kabine, ne, dann sind die hergeschlurfte. Ich sage, hey, was macht ihr gleich? Was macht ihr gleich? Macht ihr die Kohle los oder dürft ihr Fußball spielen? Und dann kommt ihr da, und dann kommt immer so auf den letzten Drücker, warum bin ich um 8 Uhr hier? Ich muss doch nicht um 9:30 trainieren oder um 10. Aber ich bin jeden Morgen um 8 Uhr da. Aber mein Kopf passt in keinen Arsch rein. Ne? Ich mache da nicht, um irgendwas zu sagen oder um von irgendetwas zu profitieren. Ich weiß, dass die Basis stimmen muss und die Basis, die wird gelegt im Jugendbereich.
Ne? Wenn ich nicht schießen kann, dann muss ich schießen lernen. Wenn ich nicht flanken kann, dann muss ich flanken lernen. Ne? Und das habe ich denen versucht beizubringen. Und ich war laut und ich war aggressiv und ich war schlecht gelaunt, wenn sie es nicht gemacht haben. Aber ich sehe das Talent. Dann kam ich zu Louis van Gaal. Der hat mal so nach einem knappen Jahr gesagt, Hermann, ich muss Ihnen eins sagen. Sie haben mir an unserem ersten Tag zu jedem Spieler, der da war, 3 Sätze genannt. Das habe ich noch nie erlebt. Alles, was Sie gesagt haben, stimmte. Sie haben ein unvorstellbares Auge. Philipp Lahm, der war begnadet. Der machte überhaupt keinen Fehler. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, dann sagt die mir zu, Hermann, das kann doch nicht sein. Da kannst du dich nicht mal vertun. Ich sage, gut, hör auf. Wenn das kein Superspieler wird, werde ich Volleyball- oder Wasserballtrainer und gebe meine Fußballlehrerlizenz zurück. Thomas Müller schießt immer Tore. Immer. Komm weiter, komm weiter. Das ist was ganz Besonderes. Da sagt er zu mir, du Tiger, eins muss ich sagen. Ohne dich wäre aus mir nie das geworden, was aus mir geworden ist. Aber sagt er, ohne mich wärst du nicht 9-mal deutscher Meister geworden. Dann habe ich gesagt, Win-Win-Situation war das. Ne? Er hat so viele Perlen aus der eigenen Jugend. Er mag immer nicht, wenn ich das sage, aber mir ist es wichtig, weil er so gute Arbeit geleistet hat bei den Amateuren des FC Bayern. Und das ist auch, verdammt nochmal, dein Champions League-Titel 2013. Der Tiger Hermann Gerland. Hey! Lehmann, erzähl nicht so einen Scheiß. Nein. Ich habe nur einen Wunsch, Josef, heute Champions League-Sieger. Ich möchte, dass du ein bisschen lockerer bist. Irgendwann holt uns der Sensenmann. Ne? Du kommst in den Himmel und nicht in die Hölle. Aber heute müssen wir die Sau rauslassen. Also, jo. 1990 hat Uli Hoeneß mich angerufen und hat mich zu einem Gespräch gebeten. Und also Hermann, kannst du dir vorstellen, bei uns den Nachwuchs, du kannst ja aussuchen, ob A-Jugend oder Amateure. Ja, ich sag, kann ich mir gut vorstellen. Ja, kommst du dann und dann vorbei? Ja, alles klar. Dann war es warm und dann bin ich in kurze Hose. Damals sahen meine Beine noch ganz gut aus. Kurze Hose, die Füße waren gewaschen. Und in Birkenstock bin ich dann da aufgetreten. Und dann kriegte ich einen Vertrag. Dann musste ich zum Scouting nach Kolumbien. Und der Uli sagte, aber Hermann, ich kaufe dir ein paar neue Schuhe. Bitte flieg nicht mit Birkenstock nach Kolumbien. Ne? Da waren ungefähr, als ich da war, waren so 40 Grad. Jeder hatte nur eine Turnhose an. Und ich war mit Anzug, mit Krawatte und hatte Lackschuhe an. Ne? Und dann haben die Leute mir hinterher das Wasser über die Birne gekippt. Ne? Also wäre ich mit Birkenstock sehr gut aufgehoben gewesen. Ich war ja hier im Bochum Trainer und bei uns im Vorstand beim VfL. Aber hey, wie kommt der denn hier an? Ne? Jeans und Birkenstock. Ne? Da hat sich dann auch moniert, wie kann ich als Cheftrainer vom VfL Bochum mit Birkenstock rumlaufen. Ne? Aber ist mir völlig wurscht. Ne? Ich war Fußballer, ich habe die besten Spieler der Welt gesehen. Ich war in Liverpool, ich war in Wembley und Bernabeu und Barcelona. Ich war in allen großen Stadien. Ich bin 2-mal Vereinsweltmeister geworden. Ich bin 2-mal Triple-Sieger geworden. 9 deutsche Meisterschaften. Und wenn man dann sich zurückerinnert hier an die Zeit, wo alles angefangen hat, dann habe ich gesagt, Hermann, stell dir mal vor, ne, kein Eis. Die Fußballschuhe von Martin, ne, ich habe von dem gelernt und so weiter. Und lässt das so Revue passieren. Dann habe ich Glück gehabt, dass meine Frau mich geheiratet hat. Ich sage, gut, und hätte schlimmer kommen können. Ne? Dann guckst du so ein bisschen. Aber ist so besser, als wenn ich sage, es hätte nicht schlimmer kommen können. Ich bin glücklich und zufrieden. Ich muss jeden Tag dem lieben Gott danken, dass ich das alles erleben durfte, was ich bisher erlebt habe. Mein Enkelkind sagt, der Opa, der kauft uns nur die schönsten Sachen. So, wenn ich meine Frau einkleide, ohne dass die dabei ist, dann hat irgendeine Frau gesagt, oh, was hast du ein schönes Kleid an. Und dann hat sie gesagt, hat mein Mann mir gekauft. Das wolltest du mir nicht erzählen, dass dein Mann dir die Sachen kauft. Ne? Ja, ich kann einkaufen gehen. Ich habe ein Auge für schöne Dinge. Obwohl, ich laufe immer rum wie so ein Osterhase. Ne? Aber wenn sie schöne Füße haben, können sie hässliche Schuhe anziehen.